Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Rainbow Six Siege. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen bereichssichern auf der Map Kanal. Wir haben jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Wieder locker mal eine Woche. Irgendwie spiele ich viel zu selten. Ich bin irgendwie die letzten Tage voll in Fallout versackt. Also ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen so viel Fallout gespielt. Und so wenig aufgenommen, das ärgert mich so ein bisschen. Aber egal. Ich freue mich, dass ich mal wieder spielen kann. Ich sehe gerade, dass Smoke und Mute tatsächlich die gleichen Hosen anhaben. Was geht denn da? Wer ist nicht bereit? Ach, da vorne, die zwei. Wir haben Mega, Castle, Puls, Smoke. Ich finde, dass Smoke irgendwie so unnütz ist, was seine Fähigkeiten angeht. Also, die haben sogar das gleiche Gurtzeug, sehe ich gerade. Die gleichen Sackschoner. Na gut, probieren wir mal unser Glück. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich bin immer wieder überrascht, wie nur noch 10 Sekunden. Keine Sorge mehr. Noch 5 Sekunden. Barrikade errichtet! Kann ich ja irgendwo Wände verstärken? Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Die sind gut. Oh, oh, oh. Ich setze den Sensor. Keine Munition. Ich kann irgendwo durchgehen. Nee. Au. Was macht das für. Hey, was sind das für komische Geräusche, wenn die Sonde knallt? Bin da jetzt reingefused? Ah, ah, ah. Wo kommt denn das? Die Süßen sind platziert. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn durch eine... Ich dachte ja eben, da wäre eine Sonde. Aber macht ja wenig Sinn. Von wo bin ich denn eben angeschossen worden? Da beide Fenster sind noch zu gewesen.
Die haben doch einen Bug dabei, damit können sie auch die. What the fuck, wo kam ich verstehe nicht, wie ich, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wie ich durch die geschlossenen Fenster, angeschossen werden konnte. Ach, der war schlau. Da waren geschlossene Fenster. 10 Sekunden. 10 Sekunden noch. Draußen, draußen, draußen. 5 Sekunden übrig. Ich verstehe es nicht. Die beiden Fenster waren beide verschlossen und ich bin durch die. Bin ich von meinem eigenen Mann angeschossen worden oder? Ich verstehe es gerade einfach nicht. Ich habe 60% Schaden bekommen, weil ich von rechts angeschossen, also von hinter mir angeschossen wurde. Und da war nichts. Ah, 120er. Fuck, okay. Denk mal nicht, dass wir das. Haben wir keine Chance. Na gut, Level 2. Na gut, obwohl eigentlich. Achso. Bei mir brauche ich ja nicht gucken, welche Stufe ich bin, aber das irgendwie nervt mich das gerade so ein bisschen. Ich muss mir eine Post-Production nochmal anschauen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Weil hinter mir die Fenster waren ja beide zu. Und trotzdem habe ich von da Schüsse abbekommen. Wie gesagt, entweder war es ein eigener Mann. Oder es gibt einen. Es gibt einen neuen fucking. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Sehen wir gleich noch rum. Ah, der Raum ist echt nicht schön. Einsatz in 5 Sekunden. Ah, ja, meine Drohne kaputt gemacht. Oh, ich habe schön Punkte gemacht. Zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ah, das muss ich mal mit den normalen gucken in Ruhe. Okay, er macht so. Okay, da wollte einer rauskommen. Ich laufe mal in einem Teutonenkrieger, ja. Ah, also. Ich wurde entdeckt. Ja, natürlich wurde ich entdeckt. So macht man die Kamera kaputt, mein Freund. So macht man die Kamera kaputt. Ich meine, es gab ja mal einen Bug, dass du mit Clays auf die Kamera, auf die Türen geschossen hast, die Türen wurden dann unsichtbar. Hinter mir. Ah, ich hätte es wissen müssen. Nee, wo kam der her? Ach, durch das Loch. Schlau gemacht, Jungs. Richtig schlau gemacht. Ah, das ist wieder er. Der 120er. Sehr gut. Das war jetzt beinahe. Nein! Scheiße. Der schießt durch die Wand?
Seit wann kann man denn durch eine Wand schießen? Nur noch einer vom eigenen Druck. So manchmal. Letzter verbleibender Gegner. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Komm schon. What the fuck? Der hat die doch kaputt gemacht. Der hat die doch kaputt gemacht, da waren da zwei hintereinander. Also irgendwie verstehe ich es gerade gar nicht. Ja, wir sind schon nur noch zu viert. Ah, das nervt doch. Wo kommen die denn her? Das klingt so ein bisschen nach Franzose. Da jener. Naja, fast das gleiche. Ja, ja. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Setz den Störsender ein. Ah. Aha. AVS ist platziert und einsatzbereit. AVS ist platziert und einsatzbereit. Lass mich mal durch. Ich bin hier der wichtigste Mann heute. 10 Sekunden. Wir sind einsatzbereit. AVS ist platziert und einsatzbereit. Nur noch 5 Sekunden. 4. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Nein, jetzt bewerfen die sich auch noch gegenseitig mit Nitro. Glaub's nicht. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Der Typ wird uns so fertig machen. Biogefahrgutbehälter geschützt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Sie sichern den Biogefahrgutbehälter. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Super. Ich bin tot. Ich sag's ja. Keine Chance. Ich hätte reingemusst. Eigener Operator gefallen. Irgendwie hier ist es komisch gerade. Irgendwie ist es. Gab's ein Patch oder so? Also irgendwie ist es ganz komisch gewesen, die Runde. Ja, schade. Wäre zu schön gewesen. Ja, liebe Leute, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege hier auf meinem Kanal. Vielen Dank. Bis morgen. Ciao.